Man hat mich nie nach meinem Berufswunsch gefragt. Ich bin Bauer geworden, weil ein Hof da war. Und diesen habe ich von meinem Vater übernommen. Punkt. Das habe ich ein Leben lang gemacht. Ich habe aber immer noch etwas anderes gesucht. Das ewige Hin- und Herfahren mit dem Traktor und morgens und abends Kühe melken hat mich nicht befriedigt. Als wir wussten, dass unser Sohn Dani beruflich etwas anderes machen will, sahen wir es nicht für nötig, noch in den Betrieb zu investieren. Gross in unseren Betrieb zu investieren. Das kam mir eigentlich entgegen. Ich fühlte mich auch in Viehzüchterkreisen nicht besonders wohl. Ich übernahm in der Zwischenzeit ziemlich viele Ämter. Ich war Präsident des örtlichen Krankenpflegevereins, war im landwirtschaftlichen Bezirksverein, im Bauernverband, im Wahlbüro, in der Rechnungsprüfungskommission, ich war Schulpräsident, in der Baukommission, in der Wasserversorgung und bin bis heute Gemeindepräsident. Und bis heute sind 97 Gemeindepräsident. In der Freizeit widmete ich mich dem Theaterspiel, wirkte dort 60 Mal mit und führte 40 Mal Regie. Nicht zu vergessen die 8 Operetten, welche meine Frau und ich durchführten. Ja, ich bin immer ein bisschen gern. Ich war immer gerne unterwegs. Einmal hier, einmal dort. Unser Dani hingegen war immer ein Typ, der gerne nach Hause kam. Vor 7 Jahren zog er mit seiner Familie auf den Hof zurück. Er ist der Ansicht, dass die Arbeiten, die ums Haus anfallen, in etwa seinem Hobby entsprechen. Manchmal erkläre ich das den Leuten so. Wenn ich nächstes Jahr pensioniert werde, wird aus unserem kleinen Mischbetrieb ein Streichelzoo. Ich habe oft überlegt, was es aus mir gegeben hätte, wenn ich nicht Bauer geworden wäre. Wahrscheinlich nichts. Vielleicht hätte ich etwas Brotloses gemacht. Aber eines kann ich euch sagen. Ich bin in vielen Sachen gut geworden, welche ich eigentlich gar nicht konnte.